Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute war ich bei DM und ich habe deswegen ein DM-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab, ich habe hauptsächlich Haushaltsprodukte gekauft, die ich so brauchte, die wir so brauchten. Ein bisschen ziemlich coole dekorative Kosmetik und für ein Tauschpaket habe ich dann noch was Schönes geholt. Also das ist sehr interessant, was da mit drin ist, weil es einfach kunterbunt ist und ziemlich cool. Und ja, ich starte einfach mal mit der dekorativen Kosmetik. Du siehst, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst. Ich habe ziemlich krassen Lidschatten drauf. Morgen kommt der Look dazu online und den habe ich gemacht mit der Take Me Back to Brazil Palette von BH Cosmetics. Das ist die Rio Edition und die hat 12,95 € gekostet. Mega geil. Also es sind reine Schimmerfarben, die da drin sind. So sieht die Palette ohne die Verpackung aus und so sieht sie von innen aus. Also sie ist extrem. Ich habe, ja, das, was ich rausnehmen wollte, rausgenommen. So ein bisschen bunt auf meinen Augen kann auch mal sein, oder? Ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Kauf und kann euch nur sagen, wenn ihr die irgendwo bei euch im DM seht, dass die im Sale ist, holt euch die. 12,95 € für diese Palette ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte euch in meinem Cosmetic for Less Haul gezeigt, dass ich mir die Lash On, Lash Off magnetischen Wimpern von Essence geholt habe. Das waren die mit Volumen. Jetzt hat meine Freundin mir gesagt, Mensch, hol dir doch mal die mit Lengthening. Die sind nämlich viel dezenter und die kannst du auch super ohne Mascara tragen. Und das wollte ich mal ausprobieren. Die sind hier und sind jetzt auch bei mir eingezogen und ich freue mich, die auszuprobieren. Ja, dann gibt es aktuell eine Schwestern Limited Edition von Essence und Catrice. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mir die Lidschattenpalette von Catrice auch mit in den Einkaufskorb gelegt habe, aber ich glaube, ich habe sie rausgenommen, weil ich mir die BH Cosmetics Palette geholt habe und dann machte das für mich irgendwie keinen Sinn. Hier sind verschiedene Pinsel, ich habe sie mir alle geholt. Die kommen in so schönen Verpackungsgläsern. Es ist ganz gut, dass die in diesen Gläsern oder in diesen Plastikverpackungen sind, weil keiner sie dann dementsprechend anbatscht. Aber ich finde, es ist ziemlich viel Müll. Denn ich werde sie ja in meine Pinselaufbewahrungsviecher packen und dementsprechend nicht mehr darin behalten. Aber ich hole euch die mal eben kurz alle raus. So sehen die fünf Schätze aus und ich finde die wirklich schön. Ich finde das Design der Pinsel auch sehr schön, diesen Rose Gold. Und dadurch, dass ich sie jetzt wirklich alle fünf geholt habe, ist es halt wie so ein Pinselset. Das gefällt mir richtig gut. Da hast du einmal so einen abgeschrägten, fluffigen Pinsel. Das ist so ein, ja, für mich eher ein Blush-Pinsel. Du kannst ihn aber auch als Bronzer-Pinsel verwenden. Dann ist hier noch dieser dabei, das ist ein Highlighter-Pinsel, auch der extrem fluffig, also ne, ist halt Synthetik, klar, aber ich finde Synthetik-Haar, ich habe glaube ich gar keine Echt-Haarpinsel und das finde ich auch nicht schlimm. Also der ist super, super weich, ich mag den gerne und freue mich so sehr, das zu verwenden. Dann habe ich hier noch so einen fluffigen Blendepinsel mitgenommen. Hier ist so ein Smudger-Pinsel, also einfach zum Lidschatten auftragen, etwas breiter, ja, und halt oben abgeflacht. Und last but not least, das hier ist auch so ein Inner Corner Highlighter Pinsel, den ich richtig gerne mag. Vorne so spitz zusammengehend und ja, gefällt mir. Das ganze Pinselset gefällt mir. Ich mag Essence Pinsel. Ich habe ja auch ein paar und die gefallen mir unheimlich gut. Im Bereich Pflege wurde ich ein bisschen angefixt von der lieben Jana vom Kanal White Swan Beauty. Du fieses Möb, du hast mich angefixt, dass ich mich hier auch mal umschaue. Und zwar hat Garnier so eine Bio-Reihe rausgebracht. Das ist hier jetzt ein Cognac-Sponge und ja, ich habe noch nie einen Cognac-Sponge gehabt, wo ich gesagt habe, boah, mega. Zu dem Cognac-Sponge habe ich auch auf einem anderen Kanal eine Review gesehen und habe mir auch gedacht, okay, da wurde der angepriesen, da wurde gesagt, der ist sehr weich und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht was werden, weil bislang waren mir die irgendwie zu öselig. Hier steht aber auch drauf, dass man den tatsächlich 3 Minuten in warmem Wasser einlegen soll. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Also ich habe die schon unter Dusche liegen gehabt und dann ist da auch Wasser drauf gekommen. Aber 3 Minuten ganz bewusst in lauwarmem Wasser habe ich die noch nie eingelegt. Gut, und dann soll der halt richtig toll sein, ne? Mit 100% natürlicher Cognac-Wurzelfaser. Ja, ausprobieren. Ich bin gespannt. Und als letztes aus dem Bereich Pflege habe ich für mich was mitgenommen. Und zwar von New. Und das ist die Haarkur. Die Sparkle On New Roses pflegende Kur. Optimale Kennbarkeit, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, vegan und ohne Silikone. Ja, Rose ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Und die riecht richtig toll nach Rose. Mega geil. Ich habe zwar die eine oder andere jetzt schon bei mir da und auch in Verwendung, aber ich habe mir gedacht, das ist doch mega was Cooles für den Sommer und da freue ich mich drauf. Ja,
Kommen wir jetzt mal zum Bereich Haushalt. Wenn du den Bereich Haushalt nicht sehen möchtest, dann spul einfach vor bis zu diesem Teil, bis zu dieser Zeit und dann kannst du es einfach überspringen. So, als erstes habe ich einen Rohrreiniger von Denkmit mitgenommen. Ja, Rohrreiniger, ne, wirkt schon und tut, was es soll und ja, braucht man einfach in einem Haus. Von Lenor habe ich einen Weichspüler mitgenommen. Das ist Goldene Orchidee. Der riecht richtig, richtig toll. Also ich habe von Lenor eigentlich diese, oder von Vanel, ich weiß es nicht, also die gesucht, die wir eigentlich haben. Das ist diese französische Reihe, aber die habe ich nirgendwo gefunden. Und das hier riecht richtig schön erwachsen. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche und unfassbar, unfassbar angenehm. Mit einem leichten Hauch von Blüte, also diese Orchidee. Ich weiß gar nicht, riechen Orchideen? Also meine Orchideen, die ich hier stehen habe, riechen nicht. Aber ja, das riecht gut, blumig, frisch, erfrischend, nach frisch gewaschener Wäsche. Zweimal Backpapierzuschnitte von Profissimo habe ich mitgenommen. Mensch, ja, ne, finde ich praktisch, dass du die direkt als Zuschnitte hast. Dann kannst du die einfach aufs Backblech machen und fertig. Hast dann nicht irgendwie noch was über, wenn du eine Rolle hast oder irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es einfach praktisch. Passt halt auf ein Backblech. Und da wir uns das ein oder andere Mal was im Ofen machen, TK-Pizza, Pommes und so weiter, nur die schönen ungesunden Sachen, ja, muss das auf jeden Fall mal wieder mit. Und weil wir letztens Pizza machen wollten und wir hatten kein Backpapier mehr und ich wollte nicht den ganzen Backofen versauen. Das war echt doof. Naja, dann habe ich auch noch mitgenommen von Polyboy eine Fix-Neu-Politur für dunkles Holz. Das wollten wir mal ausprobieren für unsere Sitzgarnitur. Ja, dass wir da einfach die Stühle mal wieder auf Hochglanz polieren. Denn ja, wir haben die von Ikea geholt. Ikea hat eigentlich eine ganz gute Qualität, aber die sind jetzt auch schon 9 Jahre alt teilweise. Wir haben dann auch mal welche dazu gekauft, als wir einen größeren Tisch uns geholt haben. Aber ja, da gehst du ja auch, ne, die also haben Abnutzungsspuren. Und ja, das wollten wir mal ausprobieren. Ja, mein Freund hat gesagt, wir brauchen einen Universalreiniger zum Sprühen. Ich habe jetzt keinen Universalreiniger an sich gefunden, aber einen Küchenreiniger. Der ist für die Oberflächen und ja, ist von Denkmit. Ist auch für den Kühlschrank geeignet, wenn man das nehmen möchte. Wobei ich da eher so einen richtigen Sakrotan-Hygiene-Desinfektionstüdelü nehmen möchte. Aber ja, den habe ich einfach mitgenommen, weil er mich angesprochen hat. Aufgrund des Preises, Leute. Von Denkmit habe ich ein Colorwaschmittel mitgenommen. Das ist mit Lotusblüte und Aloe. Ja, Aloe Vera also, ne? Hier siehst du ja auch die Aloe Vera Pflanze. Und, ne? Das durfte mit, das hat gut gerochen. Das riecht halt einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Und das riecht frisch. Wäsche darf frisch riechen, ich nicht. Ja. Und halt frisch gewaschene, sanfte Wäsche. Das gefällt mir. Das fand ich gut. Auf der verzweifelten Suche nach Antikal, was wir normalerweise verwenden, musste ich auf ein Alternativprodukt ausweichen, weil Antikal leider ausverkauft war. Und da habe ich jetzt von Fizz eins mitgenommen, Perfect Finish Antikalk mit 100% Kalkentfernung. Und da habe ich mir gedacht, wenn da draufsteht, dann soll das wohl funktionieren. Ich fand den Sprüher auch ganz cool, ne? Das ist ja, ein toller Sprühkopf, den ich irgendwie cool fand. Und deswegen ist es auch mitgekommen. Und wie gesagt, normalerweise nur Antikal, aber mal gucken, vielleicht ist das auch ganz gut. Von Profissimo habe ich auch Edelstahl-Topfreiniger mitgenommen. Die braucht man immer mal wieder. Jetzt fängt die Grillsaison an und wenn ich dann unser Grillrost sehe und mir einfach denke, Alter, irgendwann möchtest du auch mal sauber werden, da hilft doch eigentlich nur sowas. Und ja, natürlich machen wir das so, dass wir das über Nacht auf dem feuchten Rasen legen oder dass du das in ein Zeitungspapier einwickelst und dann auf dem Rasen legst. Kannst du alle machen oder du nimmst solche Viecher. Auch bei diesem Produkt hat Jana mich angefixt, denn die hat es in ihrem DM-Haul gezeigt und ich habe mir gedacht, oh, wie niedlich. Ja, das sind so Topfschwämme, Susi sauber und Willi wisch. Es hat keinen Grund, weswegen ich das wirklich gekauft habe. Ja, ich wollte Topfschwämme mitnehmen, hatte die ganz normalen, günstigen Topfschwämme in der Hand und habe die gesehen, habe an Jana gedacht und mir gedacht, verrückte Nudel, du hast mich angefixt. In der Monster-Edition. Ja, und Kerzen durften auch wieder mit. Also ich habe die ja hier immer stehen und die brennen ja immer schön, wenn ich meine Videos drehe. Ich drehe in letzter Zeit ganz schön viele Videos, deswegen brennen die auch ziemlich schnell ab. Mittlerweile sind die gar nicht mehr so verkehrt. Die brennen zwar schnell ab, aber die knistern nicht mehr so furchtbar. Ich hatte das mal eine Zeit, dass die echt blöd geknistert haben. Dann habe ich einen Tipp von einer lieben Zuschauerin beherzigt. Die sagte, Mensch, die musst du ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank packen und dann halten die länger und sie hat recht. Ja, die kommen auch gleich kurz in den Froster, bekommen ihren Kälteschock über Nacht und dann
funktioniert es einfach besser. Ich weiß nicht, ob die Moleküle sich darin dann irgendwie verändern oder so, aber auf jeden Fall halten die besser und die knistern auch nicht mehr. Ja, hier habe ich ganz schön viele Fotos drin, denn ich habe Fotos ausgedruckt. Ich mache jetzt ja auch seit Anfang des Jahres ein Fotoalbum, wo ich einfach ja die Fotos, die ich per Instagram, per WhatsApp, wie auch immer habe, ausdrucke und dann in ein ganz klassisches Fotoalbum klebe, was ich richtig toll finde. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das jetzt. Es waren einfach unfassbar viele. 122 Fotos. ja. Und dafür brauchte ich auch noch ein bisschen was. Und zwar habe ich mir mitgenommen zweimal Fotokleber von Paradies. Das sind einfach diese Viecher, die machst du in die Ecken rein, knibbelst dann hinten das Kram ab. Da das Blaue und dann kleben die halt. Ja, und dann habe ich mir noch was mitgenommen, was auch im Angebot war dort. Das ist ganz praktisch, weil das, oder ganz schön, wenn ich dieses Fotoalbum mache, kann man dann so ein bisschen noch so Kärtchen da reinkleben. Das fand ich auch ganz niedlich. Da habe ich einmal das Kartenset Baby, weil wir ja auch Nichten und Neffen haben. Und wenn wir dann Fotos von denen bekommen, mache ich dann auch so süße kleine Stickerchen dazu. Das ist schon niedlich. Da seht ihr dann so ein bisschen, was da sich so drin befindet. Und das sind so kleine Pappkärtchen, die kann man dann dazu kleben. Und das fand ich ganz niedlich. Ja. Dann habe ich auch noch mitgenommen, die Trend-Edition einfach. Das Trend-Kartenset. Und da siehst du auch hinten drauf, was da so drin ist. Also auch ganz niedliche Kärtchen. Hello Friday, today is the day. Life is a beautiful ride. Ja, das sind doch einfach ganz niedliche Sprüche. Und das Kartenset Liebe durfte auch mit. Und wenn wir dann so Fotos von uns zweien haben oder von uns mit Sammy, dann kommt das auch mit dran. Ja, ne? Da siehst du dann auch, was drin ist. Das ist ganz romantisch. Hiermit ist offiziell bestätigt, Jana, ich darf keine DM-Holz mehr von dir gucken. Ich kaufe einfach viel zu viel, was du dir auch kaufst, weil du das einfach schön zeigst. Das ist unfassbar. Ich habe mir nämlich auch von Airwick dieses Duftwachs-Set geholt. Ich glaube, das ist auch genau das, was du hast. Das ist einfach ein Duftwachsgerät, was elektrisch ist, ohne Flamme. Und da hast du einfach hier so zwei Duftwachsstäbchen drin. Und dann schmilzt das hier drin und verbreitet einen schönen Raumduft. Da kannst du dir dann auch noch verschiedene Düfte nachkaufen, denn das ist jetzt hier das Duftset Sommervergnügen mit weißen Blüten, Melone und Vanille. Oh. Ne? Sowas macht mich glücklich und ja, da wir zum Beispiel im Badezimmer ja keine Kerzen mehr verwenden, weil das einfach viel zu sehr dort rußt und durch die Luftfeuchtigkeit sich das schön auf diesen Fliesen absetzt und alles einfach furchtbar aussah, habe ich mir gedacht, kann ich das doch super ins Badezimmer stellen. Aber für überall anders kann ich ja ganz normal Kerzen verwenden. Und da habe ich mir welche mitgenommen. Da gab es so eine, ja, neue Edition von Profissimo. Das sind drei Kerzen. Und das ist einmal Mango Slush. Die riechen einfach nach Sommer, ne? Super toll. Dann Passion Fruit Cooler. Ja, das riecht sehr frisch, sehr frisch. Passionsfruchtmäßig. Und Berry Smoothie. Ja, das riecht, das mag ich am liebsten. Nicht nur, weil es pink ist, sondern weil es nach Beere riecht. Und Beere und ich sind Freunde. Dann habe ich noch mitgenommen von Evelyn 100 Tücher. Ja, also ich habe hier immer eine Tuchbox stehen. Am Bett habe ich eine Tuchbox stehen. Im Wohnzimmer habe ich eine Tuchbox stehen. Und immer, wenn mal eine leer ist oder wenn eine sich zum Ende neigt, habe ich gerne dann ein Backup da. Ein Backup habe ich noch, aber es neigen sich aktuell zwei dem Ende zu. Also von daher brauchte ich noch ein Backup zu meinem Backup. Da habe ich hier eine, da steht halt Take it easy drauf. Dieses Blümchen. Dann hier, today is a good day. Follow your heart, fand ich auch total süß. Eine Sonnenblume. It's my day. Ja. Ne? Sowas ist auch einfach dekorativ, kann man sich schön hinstellen. Mag ich. So, dann waren Socken im Sale, denn es wird ja so langsam Frühling und dicke Socken sind dann im Ausverkauf und Leute, da kann man doch einfach mal zuschlagen. Weil, ja, diese total geilen, pinken, extrem schmusigen, flauschigen, extrem, extrem Claudi-Socken waren reduziert von 3,90 € auf unfassbare 2 Euro. Mitgenommen, aber sowas von. Oh. Ja, Schuhgröße 39 bis 42. Ich habe Schuhgröße 41. Und dann waren auch noch so solche pinken, lilanen Socken reduziert. Das sind Hüttensocken von 2,95 € auf 2 Euro. Und die waren auch schön flauschig von innen. Also von, ja, von außen nicht so, aber von innen sind die halt sehr flauschig, ne? Und ja, die sind schön warm. Ich hatte heute zum Beispiel auch richtig kalte Füße und habe dann auch meinen Freund gefragt, ob er nicht vielleicht Lust hat, den Kamin anzumachen, weil mir einfach so kalt war, ne? Und ja, dann ziehe ich mir gerne solche Socken an und chill mich dann einfach auf die Couch und lass mich wärmen.
dazu eine Duftkerze an, einen heißen Kakao dazu. Oh, da geht mir das Herz auf. Ja, jeder, der schon mal irgendwas bei mir gewonnen hat oder ein Tauschpaket mit mir gemacht hat, weiß, ich verwende immer Karten. Da habe ich zugeschlagen. Ich habe vorher nie gesehen, dass DM Karten hat. Jetzt habe ich Karten. Ich zeige dir jetzt mal im Schnelldurchlauf, spielt euch dazu ein bisschen Musik ein und ja, zeige die nur kurz, weil ich glaube, das interessiert die meisten jetzt nicht so ultra. Klopapier durfte auch noch mit. So, dann sind wir jetzt beim Bereich Food angekommen. Da habe ich mir etwas Neues mitgenommen. Tomatenreis mit Gemüse und Seitan. Sowas habe ich gerne auf der Arbeit und mache mir das dann fertig. Das ist von DM Bio. Und ja, das ist eine Mahlzeit, das passt und das reicht mir vollkommen aus. Also ich kriege das meistens nicht mal auf. Das ist Wahnsinn. Es ist super lecker. 250 Gramm sind da drin und ja. Und dann habe ich noch von Daver diesen Quinoa Cup orientalisch mitgenommen. Ich habe immer unheimlich gerne auch mal so Backup-Food-Sachen, dass ich dann halt, wenn ich keinen Bock hatte zu kochen, beziehungsweise mein Freund, immer was auf Arbeit habe und nicht jetzt irgendwie in den Supermarkt fahren muss, um mir was zu holen, sondern einfach für zwischendurch einfach was habe. Auch das reicht mir vollkommen von der Größe her. Also, ne, das ist halt eine Mahlzeit für mich, das passt. Ich habe auf der Arbeit eine Schublade, die voll ist mit Süßigkeiten, mit Müsli, mit sowas und mit Quetschis und mit allem Kram, dass wenn die Welt untergeht, ich bin versorgt, ich habe vorgesorgt und ne, da ist ziemlich viel leckeres Zeug drin, Leute. Apropos Quetschis, ich habe mir eine ganze Menge davon geholt. Ganz viel. Tatsächlich esse ich die und gebe die nicht an irgendwelche Kinder. Das ist dann einfach nur so als kleine Ergänzung, damit ich ein bisschen was Obstiges, Fruchtiges, wie auch immer, zum Frühstück bekomme oder für zwischendurch. Das ist ganz gut vitaminmäßig, ne? Auch hier lasse ich einfach mal nach und nach die ganzen Quetschis durch die Kamera laufen, zeige euch die. Und ja, werde einfach nicht viel dazu sagen, das wird einfach Musik laufen. Ich glaube, das ist irgendwie angenehmer. Sammy wurde gedacht, der mag diese Viecher unheimlich gerne. Der fährt da total drauf ab und der hat es einfach gerne, wenn er das dann mal so bekommt und ich da so ein bisschen Trockenfutter durchmische und der so ein bisschen dann, ne, anderes Mundgefühl hat, als wenn er halt diese Tütchen bekommt, die er normalerweise in sein Trockenfutter gemischt bekommt. Es ist, ja, ein verwöhntes Tier. Das ist halt mein Baby. Naja, so, alles von Dein Bestes von DM. Genau, das ist Urgenuss, Huhn mit Steckrübe habe ich geholt und Urgenuss, Pute mit Pastinake. Ja, und dann eins, was eigentlich Senior ist, aber das ist eigentlich futzegal, reich an Huhn und mit Reis klassisch. Und dann noch zwei ganz normale, einmal reich an Pute klassisch und reich an Rind klassisch. Ne, dann kann dem kleinen Mann es einfach mal ein bisschen gut gehen. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die ich für das Tauschpaket gekauft habe. Ja, das Thema wird sein Kunterbunt. Also es ist eine bunte Mischung aus allem.
so ziemlich, also aus allen möglichen Bereichen, was man so im DM findet. Und die Produkte sind auch kunterbunt. Das fand ich einfach witzig, ja. Zuallererst wollte ich ihr jetzt mal ein paar Produkte mit einpacken, um die schönen Momente im Leben festzuhalten. Da habe ich hier eine Einwegkamera, ein kleiner Momentsammler. Fand ich total schön. Da kannst du 27 Bilder mitmachen. Die hätte es auch noch für unter Wasser gegeben, aber für sie ist es, glaube ich, schöner, wenn sie das über Wasser benutzen kann. Und ja, ich finde solche Einwegkameras so oldschool und so, so schön. Ja, kennt man ja auch, dass man die bei Hochzeiten oft halt auf den Tischen liegen hat. Finde ich super. Dazu passend habe ich ja auch noch ein Fotoalbum mitgenommen. Das fand ich echt toll, ne? Jetzt passend zum Thema Sommer mit der Muschel und ach, mit Muscheln und mit Sand und schön. Das ist halt so ein Einsteckfotoalbum. Da kannst du dann die verschiedenen Bilder in die vorgefertigten Aussparungen reinmachen. Ganz klassisch halt, ne? Und ja, das fand ich toll. Und wenn sie zwei Bilder hat, die ihr vielleicht ganz, ganz, ganz doll gefallen, oder wenn sie einfach die Sprüche toll findet, die draufstehen, habe ich ihr noch zwei Bilderrahmen von Profissimo geholt. Das ist einmal ein ja, weinroter, da steht einfach nur drauf Yes und ein Herzchen. Und ein blauer, You make me happy. Das finde ich auch schön. Ja. Und halt so zusammen, ne? Ich finde es immer schöner, wenn man dann wirklich zwei hat, die von einer ähnlichen Art sind. Und ja, hat mir gefallen, habe ich hier eingepackt und sie sind bunt. Dann, ja, wir sind ja kunterbunt unterwegs. Dinkel, Doppelkeks von DM Bio habe ich hier auch mit eingepackt. Bisschen was zu naschen. Die sind auch ganz lecker. Kann ich empfehlen. Waren in meinem DM Bio Adventskalender. Ja. Weil es bunt war, habe ich das hier mitgenommen. Das ist ein Believe in Unicorns Set. Ich weiß gar nicht, es ist ein Handpflegeset mit Erdbeer und Vanille. Und ich glaube, das eine ist eine Handcreme und das andere ist halt eine Nagelfeile. Und es ist ein Einhorn drauf und ein Regenbogen. Es ist bunt, es ist süß, es kommt einfach mit. Von EOS ein Visibly Soft ja, Lip Balm. Oh, ich sehe gerade, dass es eigentlich eine Weihnachtsedition ist. Egal, ich glaube, das verzeiht sie mir. Ich fand den am schönsten, weil der einfach bunt war. Deswegen ist der mitgekommen. Eine Dekoblume, die ebenfalls bunt ist. Für ihren kleinen Schatz, den sie hat, auch noch ein bisschen was zum Naschen. Das ist einmal Heldenmahlzeit 100% pures Rind. 100% Schlund ist das auch von DM Dein Bestes. Genauso auch hier mit 100% pures Huhn. Das ist 100% Herz. Dann noch was Buntes ist mit reingekommen von Profissimo. Pink Lemonade Duftteelichter. Und ja, sie sind bunt, sie riechen gut, ist doch cool, oder? So, dann habe ich noch was gesehen, was ich einfach süß fand und deswegen muss es mit. Ja, Ostern steht vor der Tür, deswegen hat Evelyn auch eine neue Limited Edition, glaube ich. Oder eine Trend Edition. Das ist ein Make-up-Eye mit Travel-Box. Ist das nicht süß? Es ist so süß, oder? Es hat Füßchen. Es hat einfach Füßchen und es lächelt und genießt das Leben. Ich fand es so niedlich und zum Verschenken ist sowas einfach perfekt. Auch mit durfte von Essence die Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Die habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Tage in Verwendung. Ein paar Tage mehr. Also ich habe euch ja mal ein Video zu der LE gedreht. Da war die mir ein bisschen klumpig. Mittlerweile ist sie ein bisschen trockener geworden und lässt sich viel, viel besser auf den Wimpern verteilen. Dementsprechend kann ich die auch wirklich empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Produkt und die Verpackung ist bunt. Dann habe ich noch ein Deo von 8x4 Modern Charm Orange Blossom Jasmin und Rose. Das mag ich gerne riechen. Also das ist ein schöner, schöner Duft, der hält angeblich 48 Stunden, aber Leute, verlasst euch nicht auf das, was draufsteht, ne? Also meistens müsst ihr doch wohl mal nachsprühen. Ja, spätestens wenn Leute sich von euch abwenden, solltet ihr euch nachsprühen. Dann habe ich von Fructis Garnier Aloe Hydra Bomb, kräftigendes Shampoo und die kräftigende Spülung. Ja, das spendet Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit mit pflanzlichem Glycerin und Aloe Vera Gel. Das ist ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl, für normales Haar. Zack, da habe ich hier einmal das Shampoo und ja, das gleiche hier, Spülung. Ich finde es immer schön, wenn man die Produkte wirklich dann auch zusammen hat, weil dann der Effekt einfach noch viel mehr verstärkt wird. Hat mir gefallen, ist in den Einkaufswagen gelandet und passt einfach auch farblich, ne? Dann habe ich mitgenommen von Naturebox dieses Produkt. Das ist eine Körpermilch mit 100% kaltgepresstem Granatapfelöl. Und das fand ich cool für intensive Pflege und Schutz vor trockener Haut. Richtig cool. Und weil ich diese ja, Kosmetiktücherbox so schön fand, habe ich sie für sie auch noch mitgenommen, weil das schreit einfach nach Sommer und nach guter Laune, oder?
von 183 Days bei Trended Up, ein Lipgloss, den ich einfach süß finde. Oh, das sieht so niedlich aus, wie so ein Eis halt. Wie ein Eis am Stiel. Ja, den habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich finde ihn unfassbar süß und der hat einfach ins Paket gepasst. Das ist die Farbe 040 Tangled. Von New habe ich ihr auch nochmal diese Haarkur mitgenommen. Ich war auf der Suche nach einer extrem bunten Lidschattenpalette und habe eine gefunden, halt die auch ins Budget passt, Leute. Ne? Also die von BH Cosmetics hätte ich natürlich nehmen können, aber mit 12,95 Euro hätte ich dann viele von den anderen Produkten leider nicht mehr holen können. Da habe ich die von Trended abgeholt, Color Cube Eyeshadow Palette. Und die schreit nach, hallo, ich bin bunt. Und das sind sowohl matte als auch schimmernde Farben und das fand ich gut. Und dann durften auch noch drei Masken mit. Das ist einmal, das habe ich vorher noch nie so gesehen, einzeln ja, aber nicht kombiniert und das finde ich cool, von Biore. Das ist so ein Zweier-Aktivkohle-Set. Du fängst erst mit dieser Thermomaske an, die so, so geil ist, die ich liebe, 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 liebe und jedem von euch ans Herz legen kann. Und danach machst du dir diese Nose-Strips oder diesen einen Nose-Strip drauf. Und es ist halt, ne, in Kombi und es ist zusammen und es war toll und es war da und ich habe es mitgenommen. Was auch nicht fehlen darf, ist eine Maske, die ich selber schon mal getestet habe und die ich extrem empfehlen kann. Und das ist die hier von Balea. Das ist die Folientuchmaske Beauty Therapy. Die ist richtig geil. Wirklich, Leute. Guckt euch die an. Ja, ist Silber auf der Haut, aber die rutscht nicht. Die fühlt sich super an. Die pflegt die Haut. Die macht ein krass geiles Ergebnis. Guckt euch die an. Freut euch über das Ergebnis und auch über die Anwendung. Und alles ist super, oder? Und last but not least habe ich ihr mitgenommen, weil ich mich persönlich letztens so extrem darüber gefreut habe, dass sie in der Box drin war, von Ico Infusions die Thermal Treatment Wrap Maske. Das ist eine Detox and Balance Mask für die Haare und die habe ich selber noch nicht getestet. Die liegt noch bei mir im Schrank, die teste ich jetzt am Wochenende mal. Das ist mit Blaubeere und mit Brombeere und mit Seetangextrakten, genau. Und das soll halt tolle Haare machen. Das sind die Produkte fürs Tauschpaket. Und natürlich habe ich bei meinem Einkauf auch an euch gedacht. Und zwar habe ich hier ein Lippenset von Balea mitgenommen, Japanese Blossom. Das ist ein Lippenpeeling, ein Lippenglowbalm und ein Lippenmousse. Und ja, das fand ich einfach süß und das ist ein total tolles Geschenkset, was man auch sehr gut verschicken kann. Das fand ich auch cool. Ja, alle Infos dazu, was du tun musst und so weiter, wer teilnehmen kann, steht unten in der Infobox. Verlosungen gehen bei mir 4 Wochen normalerweise. Und ja. Dein Pflegeritual für samtweiche Lippen. Ne? Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir, was dich vielleicht interessiert. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr, 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 sehr drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!